also das Erste. Ich hab mich in die Nähe gekommen. Das Erste, was zu sagen ist, wie unendlich dankbar ich bin, dass dieses brennende Thema, wie unsere Bundesregierung gewissermaßen in amerikanische Kriegsführungspolitik sich einbinden lässt, anstatt einen eigenen Standpunkt wahrzunehmen, den sie ja vorher hatte, als sie die Entspannungspolitik gemacht hat, wie sie sich da einbinden lässt, dass das immer wieder durch Rammstein, durch die Aktionen in Rammstein ins Licht kommt. Und das unglaubliche Unrecht, was da passiert, ist gemessen an der Verfassung, dass das immer wieder auf den Tisch kommt. Das ist, ich möchte das nur mal vorlesen, wie das tatsächlich heißt. Im Grundgesetz Artikel 1 heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das muss man sich reinziehen lassen, worum es geht, um die Würde des Menschen. Es gibt keine andere Verpflichtung, die der Bundestag oder irgendwelche Politiker in Deutschland in Wirklichkeit zu betreiben haben, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalten. Der zweite Satz heißt, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Also wenn die deutsche Politik in der Welt eine Rolle zu spielen hat, ist das ausschließlich die Rolle, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen und nicht im Sinne amerikanischer Vorstellungen Kriegspolitik in irgendeiner Weise zu machen. Damit steht die Regierung außerhalb des Grundgesetzes. Wir haben das Problem, insgesamt das Problem, dass sich die Regierung schon lange nicht mehr, und zwar ungefähr seit 2000, das ist nicht erst die jetzige Regierung, sondern auch die vorige, nicht mehr ans Grundgesetz hält. Das Grundgesetz wird abgeschafft. Es wird nicht abgeschafft in dem äußeren Sinne, es wird übergangen am laufenden Bande. Und wir haben das Problem, wie wir die Politiker an das Grundgesetz wieder binden. Und ich möchte hier nur eine ganz kurze Idee in diesem Zusammenhang erzählen. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, das wissen wir vielleicht. Viele wissen es nicht. Für unsere Politiker und für sämtliche Richter, auch im Bundesverfassungsgericht, hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Es wurde 1949 eingerichtet unter der Ägide, unter der Macht der Alliierten. Und die verfasste Gewalt ist so eingerichtet, dass für sie das Grundgesetz die Verfassung ist. Das ist wichtig. Was nicht der Fall ist, dass das deutsche Volk sich jemals in Form einer Abstimmung für dieses Grundgesetz eingesetzt hat. Das heißt, es ist immer so gelaufen, dass es das Grundgesetz, die Verfassung sei oder nicht. Bis 1989 war es ganz klar, dass es nicht als Verfassung anerkannt ist, sondern dass das Grundgesetz und Verfassung zwei Dinge sind und dass auf jeden Fall eine Abstimmung stattzufinden hat. Deswegen heißt der letzte, deswegen steht vorne auf dem Grundgesetz, steht nicht Grundgesetz der Bundesrepublik, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik. Da sieht man, es ist gegeben. Und der letzte Artikel im Grundgesetz heißt, dieses Grundgesetz, das ist Artikel 146, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Damit ist der Rahmen des Grundgesetzes gesetzt. Und wir machen jetzt, um endlich dafür Sorge zu tragen oder um endlich die Mittel in die Hand zu bekommen, dass die Politik sich ans Grundgesetz hält, folgende Abstimmung. Die Abstimmung läuft im Internet, jeder kann sie unterschreiben. Die heißt, erstens, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das heißt, die Abstimmung, die 1949 nicht stattfinden konnte, aus historischen Gründen, endlich nachzuholen, damit sich das Volk selber zum Grundgesetz bekennt. Also ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Der zweite Satz heißt, ich stimme zu, dass das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Wir brauchen ein Recht mitzubestimmen, was unser Militär macht, am Hindukusch, ob wir Speerspitze sein wollen gegen die Russen, wie wir uns die EU vorstellen, aus allen wichtigen
Entscheidungen ist das Volk rausgehalten. Das macht die Politik unter sich und sogar gegen das Volk. Frau Merkel war vollständig bewusst, dass da, dass in der Form, wie wir am Hindukusch mitmachen und in der Form, wie wir uns zur Speerspitze Russlands machen lassen, dass 80% des Volkes dagegen sind. USA meint die Speerspitze der USA. Speerspitze gegen Russland. Ach, gegen. Speerspitze gegen Russland. Habe ich was Falsches gesagt? Jedenfalls, das ist die Geschichte. Also, erste Frage heißt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Der zweite heißt, ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und der dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Wenn diese drei Dinge beschlossen sind, die Abstimmung läuft jetzt im Internet und zwar auf der Webseite unsere-verfassung.de. Kann jeder sie unterschreiben. Wenn genügend Stimmen zusammengekommen sind, sind wir der Souverän im Staat. Das heißt, es sind vollständig die Gesetze der Volksabstimmung mit abgeschlossen in diesem Moment. Das muss man sich auf der Webseite anschauen. Da haben diese Leute keine Möglichkeit mehr. Und was Zweites gilt, in dem Moment sind wir. Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Wenn das beschlossen ist, sind wir der Souverän über die Verfassung. Das heißt, wir können dann eine verfassungsklärende Versammlung machen. Das heißt, wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung so, wie es ist, egal was drin steht. Da könnten noch viel schlimmere Sachen drin stehen, als inzwischen rein moduliert worden sind von Leuten, die ich absolut als Verfassungsfeinde betrachte. Wir erheben es trotzdem zur Verfassung, weil danach gibt es eine verfassungsklärende Versammlung. Und da wird das ganze Ding auf den Prüfstand gebracht. Und zwar im Sinne der Veranlagung des Grundgesetzes, die unglaublich positiv ist, zu klären und weiterzubilden, wo es notwendig ist. Darauf kommt es an. Und deswegen kann ich jeden nur bitten, sich die Seite anzugucken, unsere-verfassung.de. Und die Abstimmung mit zu vollziehen. Ich danke für das Interesse. Es ist wichtig, dass wir dieser Politik gegenüber das Heft in die Hand bekommen. Diese Politik ist von außen gesteuert, in einem Maßstab, nicht nur von den Amerikanern, auch von den Geldmärkten, in einem Maßstab, der unglaublich ist. Soweit zum Thema.